Lerntheorien über die Grundannahmen von Lehrkräften. In diesem Video geht es um Lerntheorien und um deren Zusammenspiel. Lerntheorien sind, einfach gesagt, Modelle dafür, wie Lernen funktioniert. Um als Lehrkraft lernwirksam zu agieren, ist es von zentraler Bedeutung, jeweils im Hinterkopf zu haben, welche Art der Intervention bei den Schülerinnen und Schülern situativ und auch grundsätzlich erfolgversprechend ist. Auch wenn die Lerntheorien historisch eine Chronologie aufweisen, behalten sie alle ihre Bedeutsamkeit, auch heute. Deshalb verzichten wir bewusst auf eine Hierarchie oder ein "heute wissen wir es besser" Duktus. Für gutes Lernen reicht es nämlich nicht, nur Anhänger einer Theorie zu sein. Es gibt drei klassische Lerntheorien: den Behaviorismus, den Kognitivismus und den Konstruktivismus. Ob man mit dem Konnektivismus eine vierte Lerntheorie ebenso nennen sollte, wird aktuell heiß diskutiert. Ist eine Lehrkraft nun eine bessere, wenn sie sich klar einer der vier Lerntheorien verschreibt? Und wenn ja, sinnvollerweise dann welcher? Der Behaviorismus geht auf den Mediziner und Psychologen Iwan Pawlow mit seinen Experimenten zur klassischen Konditionierung von Verhalten zurück. Reize erzeugen Verhalten. Wie der Name schon sagt, geht diese Lerntheorie davon aus, dass Lernen ein Nachmachen ist, also ein Adaptieren von Verhalten, zum Beispiel dem einer Lehrkraft. Dabei ist es nicht von Bedeutung, wie gelernt wird. Der Lernende bleibt eine Blackbox. Es zählt nur das Ergebnis. Auch wenn sich diese Vorstellung veraltet anlässt, spielt sie eine wesentliche Rolle. Ein Nachmachen, das Nutzen von Vorbildern mit einem klar definierten Ziel bleibt zentral im Lernprozess. Die offensichtliche Grenze der Lerntheorie des Behaviorismus ist aber, es kann nur um Lerninhalte auf der Ebene von sichtbarem Verhalten gehen. Persönliche Einstellungen bleiben verborgen. Ein zentraler Akteur der Lerntheorie des Kognitivismus ist der Entwicklungspsychologe Jean Piaget. Tatsächlich ist diese Lerntheorie diejenige, die zentralen Einfluss auf die Ausbildung von Lehrkräften und auch die von Schülerinnen und Schülern in Deutschland hat. Beim Kognitivismus steht der Lernprozess selbst im Vordergrund. Die Vorstellung ist, dass durch eine passgenaue didaktische Aufbereitung eine Verarbeitung von Wissen das Lernen quasi erfolgreich programmiert werden kann. Zahlreiche Modelle der verschiedenen Lernphasen nutzen diese Grundlage des Lernens. So zum Beispiel auch der klassische Lernzyklus. Wie beim Behaviorismus besteht die Schwäche dieser Lerntheorie darin, dass das Lernen trotz unterschiedlicher Wege zwangsläufig auf ein richtiges oder falsches Ergebnis hinausläuft, was längst vorher feststeht. Der immer wieder kritisierte, wenig lernförderliche Umgang mit Fehlern oder auch der Begriff Fehlvorstellung ist eine Konsequenz der Lerntheorie des Kognitivismus. Insbesondere als ein Gegenentwurf zu diesem Aspekt des Richtig und Falsch kann man den Konstruktivismus sehen. Diese Lerntheorie geht von der Vorstellung aus, dass sich die Lernenden selbst ein Bild machen müssen. Neben Jean Piaget hat sich Maria Montessori mit dieser eigentlich schon sehr alten Vorstellung von Lernen viel beschäftigt. Selbst wenn der Lerninhalt standardisiert ist, führt erfolgreiches Lernen zu einer individuell konstruierten Vorstellung vor dem Hintergrund persönlicher Erfahrungen, Einstellungen und Perspektiven. Der Lernprozess selbst ist sehr offen und dementsprechend selbst organisiert. Es geht nicht um das richtige Lösen festgelegter Aufgaben, sondern um Ableiten und Bearbeiten von oft authentischen Situationen und Problemen, zum Beispiel in Projekten. Auch wenn nach heutigen Erkenntnissen aus der Hirnforschung niemand Lernen als ein individuelles Konstruieren in Frage stellt, sieht sich die Lerntheorie des Konstruktivismus, insbesondere in seiner radikalen Form, großer Kritik ausgesetzt. Eine gemeinsame Wirklichkeit und von der menschlichen Erkenntnis unabhängige Realität kann es nämlich da eigentlich nicht geben. Auch eine auf messbaren Standards basierende Bildung muss sich mit dem reinen Konstruktivismus zwangsläufig schwer tun.
Neben diesen drei klassischen Lerntheorien wird heutzutage diskutiert, ob es insbesondere im Zuge der omnipräsenten Digitalität eine weitere Lerntheorie gibt, den Konnektivismus. Dieser Begriff stammt von dem kanadischen Lerntheoretiker George Simmons. Anders als im Konstruktivismus sieht der Konnektivismus den Menschen nicht als isoliertes Individuum, das seine Wirklichkeit konstruiert, sondern als Teil eines Wissensnetzwerks in sich immer wieder verändernden sozialen und informellen Konstellationen. Bei einem ständig zunehmenden Weltwissen ist Lernen danach heutzutage ein lebenslanger Auf- und Ausbau sowie die Pflege von Netzwerken. Die eigenen Schwerpunkte, Interessen und Stärken liegen auf sogenannten Netzwerkknoten, die kontinuierlich neue Verbindungen herstellen und andere aufgeben. Man kann auch sagen, vergessen. Netzwerke bestehen dabei natürlich aus sozialen Kontakten zu Peers und Experten und aus Wissensquellen wie Texten, Bildern, Videos, Audios und so weiter. Das so verteilte Wissen muss aufgespürt, hinterfragt und ins eigene Wissensnetz eingebunden werden. Ob sich der Konnektivismus als eine vierte zentrale Lerntheorie etabliert, ist umstritten, denn es geht ja weniger um das Wie des Lernens als um das Was. So kann man den Konnektivismus auch als eine Art Operationalisierung des Konstruktivismus sehen. Ziemlich viel auf einmal, oder? Ja, deshalb habe ich in der folgenden Tabelle das Wesentliche der vier Lerntheorien noch einmal zusammengefasst. Vielleicht ist es hilfreich, an dieser Stelle das Video bei Bedarf einmal anzuhalten. War noch was? Ach ja. Ist eine Lehrkraft eine bessere, wenn sie sich einer der vier Lerntheorien verschreibt? Und wenn ja, sinnvollerweise dann welcher? Nun, um gutes Lernen der Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, ist es sinnvoll, ein grundsätzliches Verständnis von Lernen zu haben, zumindest partiell als ein Vorbild für die Lernenden zu wirken, mögliche Lehr-Lernprozesse zu durchdenken und anzubieten und alle Mittel und Quellen der modernen Welt zu nutzen, damit Bildung gelingt, oder?